Wenn du internationale Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen aus dem EU-Ausland hast, dann brauchst du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Und da entstehen natürlich einige Fragen in diesem ganzen Zusammenhang. Und einige dieser Fragen möchte ich in diesem Video beantworten. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wir haben schon so ein paar Videos zu dem Thema Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gedreht. Und natürlich gab es gerade in den Kommentaren zu diesen Videos einige Fragen. Und ein paar dieser Fragen möchte ich jetzt einfach mal direkt in diesem Video beantworten. Die erste Frage kommt von Klams Kloms. Sehr schöner Name. Klams Kloms schreibt: Hi, vielen Dank für das Video. Sehr, sehr gern. Noch eine Frage: Wenn ich eine Rechnung im EU-Inland schreibe und nach Frankreich, brauche ich dann auch eine VAT-ID-Nummer? Ganz klar ja. Das heißt, du brauchst definitiv dann eine VAT-ID oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Das ist genau der Anwendungsfall, wann du diese Umsatzsteuer-ID brauchst. Übrigens empfehle ich dir auch, wenn du im Inland Rechnungen verschickst, einfach deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf deine Rechnungen zu schreiben. Das ist nicht unbedingt eine Pflichtangabe, das heißt, du kannst auch deine normale Steuernummer nehmen, aber ich würde dir immer empfehlen, dass du deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer einfach immer auf deine Rechnungen schreibst. In diesem Kontext solltest du dir vielleicht auch mal das Video von uns anschauen zum Thema Reverse Charge. Das verlinke ich dir oben rechts einmal. Das heißt, schau da unbedingt einmal vorbei, wenn du das ganze Thema grenzüberschreitende Leistungen noch nicht so ganz verstanden hast. Die nächste Frage kommt von Maisam Amadi. Und Maisam schreibt: Ich möchte per Handy meine Umsatzsteuer-ID beantragen, kann die Option aber nicht finden. Können Sie mir helfen? Ja. Grundsätzlich kann ich zumindest versuchen. Also natürlich ist die Seite des Bundeszentralamts für Steuern manchmal ein bisschen unübersichtlich und auch nicht unbedingt auf die mobile Benutzung optimiert. Deswegen würde ich dir empfehlen, das einfach immer mit dem Browser, also auf dem Laptop oder Computer zu benutzen. Den Link, den verlinke ich dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Das heißt, klick da einfach drauf und dann kannst du deine Umsatzsteuer-ID beantragen. Was allerdings auch ein Grund sein kann, dass du diesen Button nicht findest, ist, dass du außerhalb der Öffnungszeiten versuchst, diese Seite aufzurufen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, ist aber leider tatsächlich trauriger Ernst. Du kannst die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer täglich nur zwischen 5 Uhr morgens und 23 Uhr abends beantragen. Und immer dann, wenn du zwischen 23 Uhr und 5 Uhr versuchst, dann findest du den Button einfach nicht. Merk dir an dieser Stelle, falls du es nachts versuchst, deine Umsatzsteuer-ID zu beantragen, dann kannst du diesen Button gar nicht finden. Eine weitere Frage ist von Patrick Spooney gekommen. Und Patrick hat ebenfalls eine sehr spannende Frage und er schreibt: Welche der Steuernummern muss ich denn hier eintragen, wenn man verheiratet ist? Die, die man früher alleine hatte oder die, die man nach der Eheschließung bei gemeinsamer Veranlagung zugeteilt bekommt? Und das ist deswegen eine relativ gute Frage, weil sie relativ häufig gestellt wird. Wichtig da ist allerdings, eine Zusammen- oder Einzelveranlagung gibt es nur bei der Einkommensteuer. Und hier beantragst du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und musst da auch deine Steuernummer angeben, unter der du quasi Umsatzsteuer geführt bist. Das heißt, die für deinen Betrieb. Welche das genau in deinem Fall ist, kann ich dir nicht genau sagen. Es ist aber relativ häufig so, wenn du gemeinsam veranlagt bist mit deiner Frau, dann hast du eine Steuernummer für deine Einkommensteuer und noch eine andere Steuernummer für deine Umsatzsteuer. Und für die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer musst du die Steuernummer nehmen, unter der du auch umsatzsteuerrechtlich beim Finanzamt registriert bist. Eine nächste Frage kommt von Ahmad Al-Hamid. Und Ahmad schreibt: Ist das die gleiche Umsatzsteuer-ID, die wir in Elster bei dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beantragt haben? Richtig? Und das ist relativ wichtig zu verstehen, weil ich erkläre in dem Video natürlich, wie du deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen kannst beim Bundeszentralamt für Steuern. Das Ganze ist aber tatsächlich, siehst du vollkommen richtig, überhaupt nicht notwendig, wenn du das ganz am Anfang deiner Selbstständigkeit schon erledigt hast. Und wenn du gerade gründest, würde ich dir tatsächlich auch empfehlen, dass du das einfach ganz am Anfang, wenn du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllst, einfach den Haken bei Umsatzsteuer-Identifikationsnummer setzt. Dann musst du nämlich nicht mehr separat über das Bundeszentralamt für Steuern die gleiche Nummer beantragen. Eine weitere Frage habe ich sehr, sehr oft gehört und ich habe hier einfach mal exemplarisch die Frage von Marti Carillo rausgegriffen, um die ganze Thematik zu erklären. Marti schreibt: Ich bin Kleinunternehmer und möchte zukünftig auf Online-Plattformen verkaufen. Bei unserem Auktionsriesen, wer könnte das nun sein, kommt aktuell die Meldung, dass ich eine Umsatzsteuer-ID benötige, wenn ich gewerblich verkaufen möchte. Das ist soweit auch richtig. Leider kommt bei der Online-Anmeldung der Umsatzsteuer-ID, also auf der Seite des Bundeszentralamts für Steuern, beim Absenden der Datei der Hinweis, dass als Kleinunternehmer keine Vergabe der ID-Nummer durchgeführt werden kann. Und jetzt möchte er wissen, ob er irgendetwas falsch macht. Er ist natürlich
zu Recht ziemlich verwirrt, weil auf der einen Seite die große Auktionsplattform eine Umsatzsteuer die haben möchte und auf der anderen Seite gibt das Bundeszentralamt für Steuern ihm keine und auch keine Möglichkeit, sie zu beantragen. Und ich wusste das selber auch nicht und man kann das so auch gar nicht nachgucken. Wir haben allerdings festgestellt, dass du als Kleinunternehmer das Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern nicht benutzen kannst. Das heißt, du als Kleinunternehmer kannst dir leider online keine Umsatzsteuer-ID beantragen. Was allerdings geht, ist, dass du es über den Postweg oder per Fax machst. Klingt ein bisschen traurig, ist allerdings so. Du als Kleinunternehmer müsstest auf dem Postweg deine Umsatzsteuer-ID beantragen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein paar Fragen rund um das Thema Umsatzsteuer-ID beantworten. Wenn da noch Fragen offen geblieben sind oder ich vielleicht Follow-up-Fragen provoziert habe, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt denkst, Umsatzsteuer-ID habe ich, check, jetzt brauche ich noch einen Steuerberater, der meine Buchhaltung und meine Steuererklärung macht, dann sind wir vielleicht dein Check, weil wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und wie immer, alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach einmal hier. Schau aber auch gerne erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, um uns ein bisschen kennenzulernen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.